Na, kommt Ihnen das bekannt vor? Richtig, sieht aus wie Pearl Harbor, also im Film. Ist aber Pearl Harbor, also im Spiel. Hier schlüpfen Sie in die Rolle von Tommy Condon, einem Marineinfanteristen. Infanteristen werden ja eigentlich dafür bezahlt, dass sie durch den Wald laufen und auf Leute schießen. Warum Tommy hier jetzt ein Boot fahren muss, das erklärt sich leicht. Und zwar wird er nach Pearl Harbor versetzt und das ausgerechnet zu der Zeit, als die Japaner sich entscheiden, selbiges anzugreifen. Damals gab es für Infanterie ja nicht sonderlich viel zu tun. Also schnappen wir uns ein Kanonenboot mit einem dicken MG und versuchen, so viele Zeros wie möglich abzuschießen. Zeros, so heißen die japanischen Kampfflieger, die wir hier zu Hunderten sehen. Aber egal wie viele wir von denen abschießen, am Ausgang des Kampfes ändern wir eh nichts. Ein Großteil der amerikanischen Pazifikflotte wird zu Klump gesprengt und die Amerikaner treten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg gegen Japan ein. Wir können also genauso gut von hier verschwinden. Ey, das war meine Idee. Okay, Zeros sind immer noch da. Ein dickes MG haben wir auch noch. Aber irgendwas ist grundlegend anders. Ah, wir sind in einem Flugzeug. Na, die Marines sind ja scheinbar wirklich zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs. Und wo das MG angebracht ist, das ist einem Infanteristen natürlich egal. 2 Uhr? Was ist um 2 Uhr? Na, da war wohl noch ein Japaner in der Luft. Aber das ist ja nicht unser Fehler, den konnten wir nicht sehen. Wir gucken ja nur nach hinten. Nach vorne schauen und Flugzeug fliegen, das ist die Aufgabe des Piloten, der hier gerade an uns vorbeifliegt. Wie viele Piloten hatten so ein Ding? Mit Hilfe meines positronischen Gehirns kann ich errechnen, dass außer mir keiner mehr an Bord ist. Na hurra. Und weil es für die billigen Plätze keine Fallschirme gibt, müssen wir wohl leider mal kurz den Sitz wechseln. Wenn man nicht alles selber macht. Ah, jetzt, ja, eine Insel. Vielleicht kann man da landen, dann können wir aus dieser Rüttelkiste raus. Ach nee, da wohnen wohl schon Japaner. Na, selbst schuld, dann machen wir denen halt was kaputt. Wie Sie gemerkt haben, können wir zwischen Außen- und Innenansicht des Flugzeugs wechseln. Von außen fällt die Orientierung zwar leichter, dafür ist es aber auch schwerer, was zu treffen. Das Flugzeug steuern Sie per Maus. Joystick-Steuerung gibt's keine, ein Gashebel auch nicht. Bei niedriger Mausempfindlichkeit macht das die Steuerung etwas hakelig. Ah ja, aber für den hat's gereicht. Bodenziele zu treffen ist da schon wesentlich leichter. Die bewegen sich auch nicht so dolle. So, jetzt mal schauen, ob es noch lohnende Bodenziele hier gibt. Ah, da unten die Truppentransporter in der Bucht. Die kriegen, bevor wir heimfliegen, auch noch einen mit. Wie der Kollege rechts im Bild beweist, bleiben Piloten auch nicht ewig am Himmel. Den Burschen haben wir nämlich nach seinem Absturz gerade aus dem Dschungel gerettet und hocken nun am Strand und warten auf eine Mitfahrgelegenheit. Oh, that's perfect. What's next? Take cover! Aber die Japaner wollen uns wohl an ihrem Strand nicht und jetzt dürfen wir auch endlich mal das machen, wofür Marineinfanteristen bezahlt werden. In den Wald laufen und auf Leute schießen. Die Japaner sind also offensichtlich sehr bemüht, uns hier zu vertreiben. Aber hier wollten wir ja eh nicht lange bleiben, also rein in die Gummiboote und raus aufs Meer.
I owe you. Watch the beach! Hurry up! Mortars incoming! Help! Come on! Keep rowing faster! Und als wären Mörser von hinten nicht schon genug, kommen jetzt auch noch Zeros von oben. Unsere Maschinenpistole kann da nicht so viel ausrichten, aber zum Glück hat uns unser Kollege ja sein MG gegeben. Und das scheint auch zu funktionieren. Das war der letzte, also rein ins U-Boot und ab nach Hause nach Pearl Harbor, auch wenn es da nicht mehr ganz so gemütlich ist wie noch vor ein paar Monaten.